Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Ich wurde gestern von einem meiner Kontakte darauf aufmerksam gemacht, dass Finmax wohl seine Nutzungsbedingungen geändert hat. Das möchte ich Ihnen im Video kurz zeigen. Für mich ist nicht ganz klar, ich bin noch nicht betroffen. Es geht um die Inaktivitätsgebühr. Wenn man sich den deutschen Text anguckt, dann sieht man hier, dass nach 12 Monaten eine Inaktivitätsgebühr von 25 US-Dollar pro Monat berechnet wird. Wenn man aufs Englische wechselt, sieht die Sache auf einmal ganz anders aus. Hier wird nur von einer bestimmten oder von einer festgelegten Periode gesprochen. Wenn derzeit keine Transaktionen zu verzeichnen sind, dann wird eine monatliche Maintain Fee berechnet. Wird darauf auf diesen Link verwiesen, was die Höhe angeht. Wenn man hier jetzt drauf guckt, hier sind die Abhebegebühren. Hier sieht man in Aktivitätsperiode 1 bis 2 Monate 0. 2 bis 3 Monate 80 Euro US-Dollar oder British Pfund. 3 bis 6 Monate sind es dann schon 120 Euro oder US-Dollar pro Monat. Und über 6 Monate dann 200. Also man sieht, das Konto ist dann nach 2 Monaten fängt es an, sehr schnell sich zu leeren. Bisschen blöd finde ich auf jeden Fall, dass Finmax darüber keine E-Mail geschrieben hat oder irgendwas. Sie weisen irgendwo auch darauf hin, dass man selbst zu gucken hat, ob sich hier was ändert. Ich weiß nicht genau, wo ich das gelesen hatte. Aber in den Nutzungsbedingungen heißt es irgendwo, dass die geupdatet werden können jederzeit und dass man deswegen öfters mal nachschauen soll. Recht am Anfang, glaube ich. Insgesamt bleiben da nicht mehr viele gute Broker. Wenn man viel handelt bei Finmax, stört das einen natürlich nicht. Wenn man sich IREX anguckt zum Beispiel, auch ein nicht schlechter Broker meines Wissens. Ich habe hier nicht viel gehandelt. Hier habe ich in den Nutzungsbedingungen gar keine Inaktivitätsgebühr gefunden. Vielleicht habe ich die überlesen, aber ich denke, die haben hier gar keine. Und auch bei Pocket Option habe ich keine gefunden. Ich werde jeweils nochmal den Support fragen, wie das aussieht. Ob es da eine Inaktivitätsgebühr gibt oder nicht. Und das dann in der Beschreibung des Videos nochmal. Wie gesagt, Finmax hat die Zeit von 3 auf 2 Monate verkürzt. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Also entweder handeln oder lieber das Geld abheben. So viel zu dem heutigen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.